Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Performance-Optimierung mit Contour 4. Kurze Vorabfrage, wer war vor 2 Jahren bei meinem Vortrag zur Performance? Es werden sich ein paar Teile wiederholen, es werden aber auch neue Aspekte reinkommen. Dafür werden Aspekte, die auch noch wichtig sind, nicht mit reinkommen. Ich habe einfach geguckt, okay, was packe ich diesmal in das Programm rein, welche Punkte gehe ich drauf ein. Insofern, es gibt ein paar Wiederholungen oder Auffrischungen, würde ich es dann mal nennen, das klingt ein bisschen positiver. Es gibt aber auch neue Aspekte und es gibt Aspekte, die ich jetzt nicht mit reingebracht habe. Kurz zu mir, ich bin Janosch Oltmanns, man findet mich auf Twitter und sonst überall immer mit Janosch Oltmanns, teilweise noch Janosch Skublik im Forum vor allem, da ist der Username nicht so einfach zu ändern. Ja, ich bin aktuell in der Dortmunder Werbeagentur, leite da die Entwicklungssachen und beschäftige mich eigentlich täglich auch mit dem Thema Performance, weil das halt was ist, was unsere Kunden auch wollen. Deswegen dachte ich, okay, Thema Performance ist wichtig. Ich wurde auch von Pelle und Stefan gefragt, nochmal, willst du nicht nochmal was zum Thema Performance machen? Dachte ich, ja, kann ich gerne. Insofern möchte ich einmal kurz ja, euren Stand abholen. Wer von euch achtet auf Performance? Also es achten eigentlich fast alle drauf, so gefühlte 80%. Was macht denn ihr dafür? Einfach Handheben, reinrufen. Bilder komprimieren. Bilder komprimieren. Ein Punkt. Wer macht noch irgendwas anderes? CSS und JavaScript optimieren. Cache einstellen. Genau, jetzt war CSS und JavaScript komprimieren, den Cache einstellen. Was war das da hinten? Responsive Images. Und hier vorne? JavaScript, CSS asynchron laden ist ein Punkt. Weglassen, was es nicht braucht, ist ein Punkt. Above the Fold ist da hinten auch ein sehr wichtiger Punkt. Kommen wir auch später darauf zu, was das genau bedeutet und was man da machen kann. Da ist noch eine Meldung. Auf neuen M-Standard, Accelerated Mobile Pages. Ich hab's. Ja, ist auch ein Punkt, auf den ich jetzt nicht eingehen will, aber kann man halt eben auch machen auf diese. PHP 7 ist auch ein Performance-Punkt auf jeden Fall. Nginx ist ein Punkt, da ist so ein bisschen die ganze Serverkomponente. Das wiederhole ich jetzt nicht für die Kamera. Der Thomas will noch was? Das passt. Den richtigen Hoster finden. Den richtigen Hoster finden. Und nutzen. Okay. Ich habe gerade schon eine 80 gehört. Ist auch so ein bisschen das Motto. Und also eigentlich wollte ich den Vortrag auch 80 plus 80 ist 100 nennen. Das Ding ist eben, 80% der Performance erreicht man in 20% der Zeit. Für die letzten 20% braucht man nochmal 80%. Ich habe es jetzt nicht so komplett auf die Webseitenumsetzung gerechnet, aber so was die Performance-Optimierung angeht. 80%, die kriegt man immer sauber hin. Ist auch, wenn man irgendwelche Tools nutzt, wie Google PageSpeed oder welche auch immer, so die 80%, die kriegt man ziemlich schnell hin. Für die letzten 80% braucht man aber. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich halt eben auch jetzt zeige, hier vorne die 80%, die könnt ihr alle. Die macht man auch automatisch mit. Die 80 oder die 20%, 80%, wie auch immer man das jetzt sieht, die will ich halt ein bisschen genauer betrachten und einfach gucken, okay, welche Punkte haben wir da? Ne? So above the fold war hier schon genannt, CSS. Bei CSS kann man auch wesentlich mehr machen, als nur das CSS komprimieren und vernünftig schreiben. Oder auch das ganze Thema JavaScript. Ich meine, wie oft sieht man eine Seite, wo irgendwie 10 verschiedene Slider sind, weil es irgendjemand so wollte. Das heißt, ich muss auch 10 verschiedene Slider-Skripts laden. Am besten alle auf jeder Seite, damit das Ganze richtig schön Spaß macht. Welche Gründe haben wir für Performance? Der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist die Erwartungshaltung. Der User, der heutzutage auf eine Webseite geht, der erwartet, dass das Ding funktioniert und auch schnell ist. Der hat auch keine Lust zu warten. Ich meine, es ist ja hier, sehen ja viele auf der Terrasse, wenn man da mal wieder was mit dem Handy raussuchen will, entweder das WLAN weg ist oder nur Edge da ist. Man erwartet, dass es schnell ist heutzutage. Und das wird auch von jeder Webseite erwartet. Ich will mal eben schnell was gucken. Ich habe die Erwartungshaltung, okay, das Ding muss schnell da sein. Also das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, ist so kein messbarer Punkt. Aber ist aus meiner Sicht ein Punkt, den wir alle auch selber haben. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Aufmerksamkeit.
Also wenn ihr euch wundert, dass ich so viel erzähle und da immer nur so ein paar Stichworte habe, es gibt nachher noch ein Handout, wo das, was ich erzähle, auch noch drin steht. Ich wollte mir nur ein paar Folien sparen. Und einfach dafür sorgen, dass nicht so viel zu lesen ist, sondern mehr zum Hören ist. Thema Aufmerksamkeit. Es gibt Studien, die hatte ich auch das letzte Mal, glaube ich, kurz gezeigt. Der User erwartet, dass innerhalb von einer Sekunde eine Reaktion da ist. Innerhalb von 10 Sekunden, allerspätestens, möchte er, dass die komplette Seite da ist, weil es darüber auch psychologische Forschung gibt. Nach 10 Sekunden ist die Aufmerksamkeit woanders. Das heißt, in der ersten Sekunde habe ich noch das Ziel, ich möchte was nachgucken auf der Webseite, meinetwegen, ich möchte bei Amazon irgendwas kaufen. Wenn jetzt Amazon länger als 10 Sekunden bräuchte, was sie ja in der Regel nicht brauchen, habe ich in den 10 Sekunden schon den Gedanken, was anderes zu kaufen und gucke mir das nächste an. Also ist es wichtig, die Aufmerksamkeitsspanne einfach zu erfüllen, sodass man wirklich innerhalb der ersten 10 Sekunden das erwartete Resultat liefert und nicht den Loading-Balken, weil den erwarte ich nicht und den möchte ich nicht haben. Ein Punkt, den man gut verkaufen kann, ist der Punkt SEO. Das ist dann das, wo unsere Kunden auch hellhörig werden, wenn man sagt, ja, Performance, das hat auch, also SEO hat auch was mit Performance zu tun. Wenn die Seite nicht schnell ist, dann rankt die auch nicht gut. Das ist jetzt, glaube ich, seit 2, 3 Jahren, wo Google den Algorithmus nochmal umgestellt hat, das auch öffentlich gemacht hat, dass das ganze Thema wichtig ist. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch von Google die Tools, um die Performance der Seite zu messen. Da kommen wir später nochmal zu. Ein anderer wichtiger Punkt, ich meine, ist das Thema, was ich eigentlich immer irgendwie mitbringe, ist die mobile Nutzung. Wir haben mobil eine Funkleitung, das heißt, wir haben so oder so immer eine Datenrate, die irgendwie erfüllt werden muss und unser Ziel sollte es sein, den mobilen Nutzern möglichst wenig Datenmenge aufzuzwingen. Einerseits, weil wir mobil so oder so eine Verlangsamung haben, allein durch die Latenzzeit, die wir ganz am Anfang haben, wenn die Seite aufgerufen wird. Das heißt, ich tippe die Adresse ein und dann geht das Ganze erstmal an Funkmasten, von dem Funkmasten zum nächsten Funkmasten, von da dann vielleicht in die Erde und dann ins Rechenzentrum, wird beantwortet und kommt auf gleichem Weg zurück. Das heißt, da ist schon Zeit dazwischen vergangen, die ich jetzt hier übers WLAN nicht ganz so schlimm habe, aber wenn ich einen Kabelrechner habe, da ist einfach wesentlich mehr Speed von vornherein hinter, innerhalb der ersten Millisekunden. Das heißt, die Latenzzeit, die wir mobil haben, die können wir auch nicht wegdiskutieren. Da können nur die Mobilprovider irgendwas machen, dass es sich beschleunigt. Jetzt durch die ganzen neueren, schnelleren Verbindungen wird das Ganze ja besser. Aber man kann das Ganze auch untersuchen und wirklich mal gucken, was macht denn der mobile Browser, wenn ich was aufrufe. Am Anfang ist Waiting, der wartet. Und umso wichtiger ist es, dass wir danach schnell das liefern, was gekommen werden muss. Dass die Seite halt eben entsprechend dargestellt wird. Ein anderer Punkt eben bei der mobilen Nutzung ist, ich meine, wir alle haben hier eine Flatrate mittlerweile, das heißt, uns ist eigentlich das Datenvolumen egal. Trotzdem hat man immer mal wieder den Fall, so am Ende des Abrechnungsmonats, hier, Datenvolumen ist fast erschöpft. Man geht aber mit dem Smartphone auch mittlerweile ins Ausland und guckt dann da mal vor Ort. Und in der Regel haben die meisten Verträge irgendwie im Ausland noch eine geringere Flat. Wenn sie überhaupt eine haben, wobei jetzt müssen ja, glaube ich, alle eine haben. Wenn man denn hier eine hat. Hinzu kommt aber auch, vor allem wenn es um Konzerne geht oder Konzernwebsites, die haben durchaus auch Kunden in Russland sitzen oder in China sitzen, die mal hier hinkommen und von hier dann meinetwegen auf die Webseite müssen. Und wenn die jetzt einen blöden Auslandstarif haben, dann kann so ein Webseitenaufruf schon mal bis zu 30 Euro kosten. War zumindest eine Zeit lang mal so, wenn man bei T-Mobile war und nach Russland gefahren ist und da eine Webseite aufgerufen hat, weil die pro Kilobyte abgerechnet werden. Sind Extrembeispiele, aber es sind Beispiele, die da sind. Also deswegen sind das so die Punkte, weshalb ich denke, ja, Performance ist wichtig. Wir haben auch Argumente, dass wir Performance verkaufen können und nicht nur so nebenbei mitmachen, sondern wir können dem Kunden auch sagen, komm, willst du das Ganze Performance optimiert haben oder möchtest du so, ich sag mal, die 80%, vielleicht sagen wir ihm auch nur 60%. Wenn man sich jetzt fragt, was Performance denn wirklich bedeutet, so unterscheide ich für mich in 2 Punkte, nämlich ich habe einmal eine gemessene Performance. Das ist das, was ich in Zahlen ausdrücken kann. Gibt es verschiedene Parameter, die man da ansetzen kann, zum Beispiel, wenn man die Performance des Servers untersuchen möchte, gibt es die sogenannte Time-to-First-Byte, die einem auch alle Tools, die es gibt, in der Regel ausspucken. Und das ist wirklich die Zeit, die der Server braucht, um das erste Byte zurückzuschicken.
Die sollten natürlich möglichst gering sein, weil wenn man sich überlegt, wie das Ganze so abfließt, das habe ich jetzt nicht aufgezeichnet, aber das Ganze kommt ja immer päckchenweise vom Server zurück. Und je schneller das erste Päckchen da ist, umso schneller kommen auch die weiteren Päckchen. Auf der Webseite kann man aber auch eine Performance messen. Man kann zum Beispiel die Zeit oder das Event messen, wenn der DOM ready ist. Das heißt, dann, wenn das ganze HTML von unten nach oben einmal eingelesen ist, noch nicht komplett verarbeitet und so weiter, asynchrone Skripte laufen noch und so weiter, aber es ist ein Event, das sich messen lässt. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, der DOM ready, der ist nach, im Idealfall 0,8 Sekunden und dann ist alles gut. Ein drittes Event, das wir messen können, ist halt das Window-Load-Event. Das heißt, dann, wenn wirklich alles geladen ist, die ganze Seite, inklusive Bildern, inklusive Skripten und so weiter. Das ist meistens das, was relativ weit hinten liegt, ist aus meiner Sicht aber auch nicht das wichtigste Event. Weil was interessiert mich, ob schon alle Bilder im Footer geladen sind, wenn es mir erstmal um Above the Fold geht. Neben der gemessenen Performance haben wir aber auch, ich nenne es immer die gefühlte Performance. Das ist halt das, wenn ich als User auf die Seite gehe und ich habe ein ganz subjektives Empfinden, ob sich das Ding langsam oder schnell anfühlt. Unabhängig davon, ob sich irgendwas messen lässt und so weiter, da gibt es einfach verschiedene Methoden, um die gefühlte Performance des Users zu verbessern. Ein Beispiel sind asynchrone Daten, das heißt, ich kann dafür sorgen, dass wenn ich was asynchron lade, irgendwie nicht nichts da ist oder irgendwas Kaputtes da ist, sondern dass wenn es geladen wird, ein Loading-Indikator da ist und dann das Ganze da ist, sorgt beim User dafür, dass er das Gefühl hat, okay, es tut sich was und es tut sich auch schnell, als wenn es erst kaputt ist und dann plötzlich da ist, dann denkt er das Ding irgendwie total komisch. Hinzu kommt zur gefühlten Performance auch noch das Thema Feedback. Wenn ich was mache auf einer Webseite, erwarte ich unmittelbares Feedback. Ist auch stark in der Usability und so weiter. Das heißt, wenn ich einen Button habe und den drücke, dann möchte ich sofort, dass sich was tut. Und wenn sich nur die Buttonfarbe ändert. Es muss ja nicht gleich die ganze neue Seite da sein. Aber ich kenne genug Beispiele, wo ich einen Button drücke und sich dann erstmal nichts tut. Ich nicht merke, habe ich den gedrückt oder geklickt, also das gilt nicht nur für Mobile, gilt auch für die ganz normale Maus, wo ich vielleicht noch irgendwo kleine Netzwerkaktivität wahrnehme, sofern ich sie mir anzeigen lasse, lässt sich auch nicht jeder User anzeigen. Aber ganz wichtig finde ich da den Punkt, okay, unmittelbares Feedback. Sodass die gefühlte Performance steigt, dann kann ich nämlich so ein paar Schwachpunkte, die ich bei der gemessenen Performance habe, vielleicht wieder damit gut machen. Wie erreichen wir denn jetzt das Ganze? Das ist wahrscheinlich das, was viel interessanter ist als jetzt das Anfangsgeplänkel. Ich habe mal aufgemalt, wie so der Standard-Webseitenaufruf aussieht. Wir haben am Anfang den DNS-Lookup, dann wird die TCP-Verbindung aufgebaut. Anhand dessen kommt dann die HTTP-Anfrage und eine Antwort. Haben wir noch eine Antwortzeit des Servers dazwischen und dann haben wir das Ganze, wird dann irgendwie im Browser gerendert. Na, man sieht, das läuft so schön synchron ab, ist jetzt natürlich auf dem Standard-HTTP-Protokoll und nicht HTTP2, da läuft alles ein bisschen synchroner und was weiß ich was ab, aber ich beschränke mich jetzt erstmal nur auf die Möglichkeiten, die aktuell in der Regel Standard sind. Diese ganzen drei Sachen, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das machen die Netzprovider für uns. Wir kümmern uns jetzt gleich um diese Sachen. Nämlich die Antwortzeit des Servers und das Rendern der Seite im Browser. Wie können wir das optimieren, sodass wir da die 20% rausholen, die wir brauchen und dafür nicht 80% der Zeit brauchen? Ich habe das Ganze versucht, ein bisschen weiter zu clustern, nämlich Antwortzeit des Servers hängt stark vom Server ab. Klar, wenn der lahmarschig ist, dann dauert es halt, bis der Server antwortet. Dann habe ich dazwischen noch so ein System. Damit meine ich dann in dem Fall das Contao, also die Contao-Installation, nicht das, was im Frontend rauskommt, aber das, was Contao unter der Haube macht, betrifft. Auch Antwortzeit des Servers ist vielleicht ein bisschen ein schlecht gewählter Begriff, aber Antwortzeit einfach. Hängt auch vom System ab. Und dann haben wir anschließend die ganze On-Site-Optimierung. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten Punkt an, den Server. Den gucken wir uns mal ein bisschen an, was man da machen kann. Kamen ja vorhin schon ein paar Anmerkungen. Ich brauche einen vernünftigen Server, ich brauche einen vernünftigen Hoster, ich brauche eine vernünftige PHP-Version. Aus meiner Sicht kann und sollte jeder selber für sich entscheiden, was da vernünftig ist.
ob es ein Nginx ist oder ob es ein Apache ist oder ob es eine Kombination aus beiden gibt. Es sind einfach Themen, da kann man sich drüber streiten, da kann man abendelang drüber diskutieren und den nächsten Abend genau das gleiche Thema nochmal diskutieren. Da muss man einfach selber seine Erfahrungen machen. Für alle gibt es Best Practices und alle haben auch irgendwelche Nachteile. Deswegen, wir gehen mittlerweile häufig den Weg, dass bei uns auf den Servern sowohl Nginx als auch Apache laufen, wo der Nginx dann für die ganzen statischen Sachen verantwortlich ist und der Apache im Hintergrund die ganzen dynamischen Sachen macht. Es gibt bestimmt auch andere Erfahrungen, die das anders machen. Man kann auch auf ein komplett anderes System setzen, aber das ist halt das, was wir bei uns festgestellt haben, ja, das funktioniert ganz gut. Zum Thema Server spielt aus meiner Sicht aber auch irgendwie rein, so welche Module habe ich auf dem Server zur Verfügung? Und damit meine ich jetzt in diesem Fall dann die Apache-Module. Habe ich so ein Mod Deflate? Oder habe ich das Modul, das mir automatisch den ganzen Cache nochmal dazwischen schaltet und so weiter und so fort? Sind alles Beispiele, die ich vor 2 Jahren genannt hatte, deswegen gehe ich da jetzt nicht so tief drauf ein. Wichtig ist aber, dass wenn ich die Module habe, ich sie auch aktiviere. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn das Ding auf dem Server ist und ich es nicht nutze. Das ist nämlich einer der wesentlichen Unterschiede aktuell von Contao 4 im Vergleich zu Contao 3. In Contao 3 war es alles in der HTXS drin, jetzt muss man es wieder mit reinschreiben. Aber die Beispiele dazu seht ihr auf den Folien von 2014. Das gelten 1:1, sie sind noch nicht mehr da drin, weil Contao ist, glaube ich, die Standard-HTXS von Symfony hat, oder Andi? Deswegen, aus meiner Sicht, ja, früher war, was das anging, alles besser. Aber es geht jetzt noch genauso, es ist noch nicht mehr mit drin. Wenn wir uns als nächstes das System angucken, damit meine ich jetzt das Contao. Seitdem Contao auf Symfony basiert, hat sich da vieles positiv verbessert. Was das ganze Caching angeht, was irgendwelche Zusatztreiber und was weiß ich angeht, einfach dadurch, dass die Komponenten von Symfony genutzt werden, die halt eben auch entsprechend getestet sind, entsprechend häufig eingesetzt werden, ist halt die einzige Einstellung, die wir in Contao noch machen können, der Seitencache. Sofern wir ihn dann brauchen und nutzen wollen. Das heißt, im Seitenbaum in den Contao-Einstellungen könnt ihr sagen, hier die Seite cachen bitte 1 Minute lang oder 10 Tage lang oder ein ganzes Jahr lang, weil der Kunde wollte eigentlich eine statische Webseite, die auf dem CMS basiert. Dann liefert Contao den Header halt entsprechend mit aus. Wichtig in diesem Punkt ist aber auch des Systems, wie ich das ganze System aufbaue. Da kommen wir jetzt zu so einem schönen Begriff Time to First Byte. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz. Das ist eine Zeit, die kann ich auch messen. Und die sollte möglichst gering sein. Die kann ich verlängern, indem ich zum Beispiel mein Contao so konfiguriere, dass ich erst eine Root-Seite habe, in der Root-Seite eine interne Weiterleitung auf irgendeine Unterseite mache, die meinetwegen nochmal eine Weiterleitung auf eine Seite ist. Dann sorge ich noch dafür, dass die Seite standardmäßig mit www-Domain irgendwas aufgerufen wird, durch die HTXS nochmal umgeleitet wird auf ohne www und dann das Ganze nochmal mit HTTPS. Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, ich glaube, ich hatte jetzt 5 Weiterleitungen, die halt intern ablaufen müssen und dafür sorgen, dass sich das nach hinten verschiebt. Deswegen sollte man da gucken, möglichst die Zielseitenweiterleitung vermeiden. Natürlich sollten wir dafür sorgen, dass wir unsere Seite nur unter einer Domain aufrufen. Das heißt, wenn ein User das mit www eingibt, wir aber immer ohne aufgerufen werden wollen und noch per HTTPS, dass das Ganze passend weitergeleitet wird, sonst bekommen wir auch irgendwann ein Problem mit Google. Aber das Ganze lässt sich halt eben auch nochmal in meinen Folien vom letzten Vortrag auch nachlesen, mit einer HTXS-Weiterleitung realisieren. Das heißt, ich brauche nicht 3, die nacheinander ablaufen, sondern ich kann es in eine reinschreiben und dann kommen alle immer genau dahin. Wichtig zur Time to First Byte ist halt eben dann auch, was ich im Contao dann alles genau mache. Wenn ich Contao von der Stange nutze, die Standard Edition oder Managed Edition, dann ist da alles gut. Aber wenn ich jetzt 1000 Extensions noch einsetze, die eventuell auch nicht immer sauber programmiert sind, dann kann das schon mal dafür sorgen, dass sich die Time to First Byte extrem verlangsamt, weil der Entwickler der Extension der Meinung ist, dass er irgendwie in der For-Each-Schleife noch Datenbankabfragen machen muss, die natürlich dann dafür sorgen, dass sich das Ganze verlängert. Und ganz wichtig ist halt, wenn man sich die Time-to-First-Byte anguckt, da ist auch die Latenzzeit mit drin. Und das ist ein Punkt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das heißt, wir haben nur auf den späteren Teil Einfluss und sollten den möglichst klein halten.
Jetzt kommen wir zu dem Thema On-Site, habe ich es genannt. Was können wir denn On-Site optimieren, nachdem wir jetzt uns einen vernünftigen Hoster ausgesucht haben, da die passenden Module am Laufen sind, wir unser Kontau so konfiguriert haben, dass da alles passt und alles schnell ist? Könnte man ja jetzt sagen, okay, wir sind jetzt fertig. Dann lässt man das Ding durch den Test laufen und der sagt dann irgendwie, nee, hier ist noch gar nichts fertig. Du bist jetzt meinetwegen bei 67%. Vielleicht auch, wenn wir schon ein bisschen mehr gemacht haben oder automatisch was mitgemacht haben, bei 80. Aber darüber wird noch keiner sein, wenn er so anfängt erstmal und noch nichts on-site optimiert hat. Haben wir das aus meiner Sicht wichtigste Thema Ressourcen? Mit Ressourcen meine ich jetzt nicht die Serverressourcen, wie viel Festplatte und was weiß ich was da ist, sondern wirklich, wie werden Ressourcen in die Webseite eingebunden? Damit meine ich sowohl CSS als auch JavaScript, als auch Bilder oder irgendwelche anderen Media-Elemente. Man kann ja auch ein Video-Element nutzen. Ist auch eine Ressource, die man einbinden kann. Natürlich nutzt man die nicht so oft wie Bilder. Bilder hast du auf jeder Webseite, CSS und JavaScript in der Regel auch. Sodass wir da jetzt einfach mal gucken, okay, was können wir denn da jeweils noch optimieren und verbessern? Zum Thema CSS. Hat Kontau verschiedene Einstellungen, die aber auch schon immer da waren, hat sich jetzt durch die Vierer nichts geändert. Ich kann in Kontau verschiedene CSS-Dateien hochladen, auswählen, Kontau packt mir die schön zusammen, wenn ich im normalen Modus unterwegs bin, wenn ich im Entwicklungsmodus unterwegs bin, natürlich nicht. Sache ist aber die, ne? Aus meiner Sicht, okay, CSS sollte zusammengefasst werden, es sollte auch minimiert werden und es sollte auch optimiert werden. Mit Minimierung ist, ne, wenn man irgendwie den Kontau-Algorithmus nutzt, ist ja eben Standard. Ich meine, mittlerweile gehen ja immer mehr dazu über, das CSS selber zu kompilieren und nicht Kontau kompilieren zu lassen. Ich weiß nicht, wer von euch arbeitet mit Galb und ist nicht da drüben. ist halt was, was wir auch nutzen. Wir kompilieren unser CSS nicht mit Kontau, sondern wir kompilieren das Ganze über Galb-Prozesse. Weil man da einfach das Ganze doch noch mehr kontrollieren kann und das Ganze halt eben verschiedenste Hilfsmittel hat, um es wirklich zu optimieren. Ein paar davon möchte ich gleich kurz noch zeigen. Ganz wichtig finde ich bei CSS, man kann auch die Selektoren optimieren, die nachher die Geschwindigkeit darstellen, wie die Seite gerendert wird. Habe ich ein kleines Beispiel aus einer Studie mitgebracht. Ich hoffe, man kann den Code lesen. Ich habe ihn groß genug da reinkopiert. Ne, die haben halt eben so ein Beispiel HTML-Gerüst gebaut. Natürlich das Ganze irgendwie so, dass es nachher 21.000 Elemente auf der Seite waren und haben halt mit verschiedenen CSS-Selektoren, die immer hier auf das LI-Element gingen, geguckt, wie schnell ist die Seite komplett fertig. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, in unserem CSS das Ganze zu selektieren. Wir können einmal über das ganz normale Tag gehen. Wir können über den Section ULLI Selector gehen. Das heißt, wir gehen da ein bisschen durch. Wir können direkt auf die Klasse gehen. Wir können den Schaltselektor nehmen. Wir können das Ganze ein bisschen überqualifizieren, indem wir wirklich immer alles davor schreiben. Wir haben eine Möglichkeit, den Sibling-Selector zu nutzen, wenn wir nur wirklich hier das erste LI-Element nicht mit drin haben wollen. Wir können Pseudoklassen nutzen und wir hätten auch eine Möglichkeit, gut, jetzt steht hier ein Attribut drin, das hier im HTML nicht drin steht, aber wir könnten da genauso gut auf Class-Sternchen-Gleich-List-Item gehen, wäre auch der Attribut-Selector. Was glaubt ihr, wer am schnellsten ist? Andi sagt Lee. Andere Meinung? Na, das heißt, wie erwartet, ist der direkte Selektor am schnellsten. Die anderen sind minimal langsamer. Was mich echt erstaunt hat, ist, dass der Überqualifizierte noch so schnell ist. man sieht aber auch diese ganzen neuen Sachen, wie die Pseudoklassen oder die wieder Pseudoselektor oder der Attributselektor, die sind langsam. Die halten die Seite auf. Und ich meine, ist ja auch kein Wunder, weil der Browser dafür ja wirklich nochmal echt rechnen muss. Vor allem für die nth-child, odd oder even oder 2n plus 1 oder was auch immer man da reinschreiben kann. Ne, das heißt, da ist wirklich die Empfehlung, ne, auf die normale Klasse funktioniert auch noch. Man sieht es ja auch immer mehr, dass wirklich auch viele Frameworks vor allem auch diese ganzen Attributsklassen nehmen. Wo man dann gucken sollte, okay, man kann es machen, man sollte es nur nicht übertreiben.
Thema JavaScript. Kann man vieles richtig machen, man macht meistens vieles falsch. Zumindest, wenn man sich Webseiten anguckt. Ganz wichtig gilt wieder wie bei CSS, das Ganze sollte minimiert und zusammengefasst sein. Und was ich noch wichtiger finde, nicht auf jeder Seite sollte jedes JavaScript geladen werden, das ich vielleicht auf irgendeiner Unterseite brauche. Geht so ein bisschen dagegen, dass ich sage, okay, es soll immer alles zusammengefasst sein, weil dann muss ich ja immer verschiedene zusammengefasste Dateien erstellen. Aber dafür gibt es ja Caching-Sachen, das ist ja alles gar kein Thema. Viel wichtiger finde ich, dass wenn ich nur auf der Startseite den Header-Slider habe, dann brauche ich auch nur auf der Startseite das Header-Slider-JavaScript. Dann brauche ich das nicht nur auf irgendwelchen Unterseiten. Natürlich sollte es auch minimiert sein, egal welche JavaScript-Bibliothek man nutzt. Es gibt in der Regel immer eine minimierte Version, die man einbinden kann. Und wenn man selber JavaScript schreibt, dann hat man auch die Möglichkeiten, um eine minimierte Version zu erstellen und die einzubinden. Damit kann man wirklich extrem Ladezeit sparen und Performance gewinnen. Allerdings, Kontau und JavaScript gibt es immer noch das gleiche Problem, was wir schon früher hatten. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, wenn man jQuery oder MooTools anhakt, das Ding kommt in Header. Ist das Erste, was von jedem Test angemeckert wird. Blockierende Ressourcen sollten nach Möglichkeit nach unten an Footer und so weiter. Es gibt Gründe, warum Kontau das so macht. Ist nämlich so, es gibt einige Templates, auch von Extensions, die JavaScript-Code, in dem Fall dann jQuery-Code, innerhalb des HTMLs aufrufen. Dafür muss jQuery vorhanden sein, sonst knallt das Ganze. Nichtsdestotrotz kann man auch dafür sorgen, wenn man die Standard-Kontau-JavaScript-Sachen nutzt, die das JavaScript, den Aufruf immer in Footer packen, dass man die Templates einfach ein bisschen modifiziert und dann alles im Footer hat. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, wie man halt das jQuery in Kontau 4 in den Footer kriegt. Na, das heißt, das ist einfach kopiert aus dem Standard jQuery-Implementierungstemplate von Kontau, was ich aber in ein eigenes Template ausgelagert habe. Das heißt, ich erstelle mir in der Regel immer so ein JS-jQuery-Footer-Template, was ich irgendwo rumliegen habe, und das kann man einfach einbinden. Es sorgt dafür, dass ich dann im Seitenlayout in Kontau nicht mehr sage jQuery verwenden, sondern nur noch weiter unten sage hier das JavaScript einbinden. Finde ich aber generell die viel elegantere Möglichkeit. Ich kann es auch, ganz oft heißt das für uns nicht nur JS-jQuery, sondern JS-JavaScript, und dann kommt alles JavaScript, was wir für die Seite brauchen, genau da rein. Auch abhängig, manchmal wird es benötigt oder wird es nicht benötigt. Ich meine, die Entwickler, die das dann entwickeln, die wissen, wie sie das dann so auch zu handeln haben. Das heißt, wir schaffen uns dann irgendwo bei irgendeinem Template oder irgendeinem Element, das wir inkludieren, wo dann JavaScript benötigt wird, wird eine globale Variable gesetzt, die wir unten abfragen, und wenn die gesetzt ist, dann kommt das JavaScript da rein. Ansonsten kommt es nicht da rein. Das kann man natürlich, wenn man lieber MooTools nutzen möchte, kann man es genau auch so für MooTools umschreiben. Dadurch erreicht man aber, dass zum Beispiel, wenn man den Google Page Speed Test nutzt, dann nicht mehr angemeckert wird, hier blockierendes JavaScript oben im Header gefunden. Man muss es aber selber machen. Das ist etwas, was Kontau einem noch nicht abnimmt. Das ist eine Frage. X3C, ist das ein Codierungsfehler oder ist das ein Sinn? Ganz am Ende. Nee, das ist kein Codierungsfehler. Das muss so, ich weiß mich nicht warum, aber irgendwie wird es ansonsten ausgeführt. Ist schon irgendwie anders. Ich weiß nicht, wer von den Core-Entwicklern das so geschrieben hatte, aber das ist wirklich eins. Das ist, genau, das soll so, das ist einfach hier das Zeichen auch für die spitze Klammer. Gibt es dazu Fragen zu dieser JavaScript-Code-Einbindung? Außer jetzt, ist das ein Codierungsfehler? Dann mache ich mal weiter. Oder will der Yannick? Nein? Habe ich auch schon mal vor, ja. Nur ich muss es halt eben komplett prüfen, weil ich nicht weiß, was noch eventuell irgendwo dann reinkommt, was dann dazu führt, dass in der Konsole steht jQuery not defined. Ja, müsste halt alles auf DOM. Genau. Nee? Okay, dann mache ich mal einfach weiter mit dem nächsten wichtigen Thema. Ah, da habe ich übersehen. Sorry. Also generell das Prinzip zu dem Prinzip, halt jedes Mal,
Folie, dass sie einmal geladen wurde. Und also es ist, ihr habt quasi festgestellt, es ist auf jeden Fall, fühlt sich trotzdem besser an, gleich alles dazu, also ne, die einzelnen Seiten, die man legt, werden ja dann wieder ein Ticken langsamer. Aber was ich jetzt daraus ziehen kann, ist es auf jeden Fall, fühlt sich trotzdem besser an, wenn man es auseinander. Ja, ich habe es, also hier war jetzt nochmal eine Nachfrage zum Thema, wenn ich das JavaScript, was ich nicht brauche, nicht lade, sondern auf der anderen Seite lade, dann wird ja da wieder was, oder muss da was geladen werden, was ansonsten schon im Cache wäre. Vielleicht war mein Beispiel auch ein bisschen blöd gewählt mit der Startseite. Alles, was auf der Startseite geladen wird, kann ich auch sonst mitladen, weil, aber ganz oft haben wir es auch so, dann gibt es so eine Ansprechpartnerseite, wo der Kunde dann noch einen JavaScript-Filter über die Ansprechpartner haben soll. Das Ganze soll sie auch noch schön automatisch verschieben und so weiter und so fort. Und das brauche ich nur auf der Seite. Und das JavaScript lade ich dann auch nur auf der Seite. Weil damit will ich nicht den Startseiten-Load verlangsamen. Wenn du dieses Template nutzt, dann brauchst du aber nicht mehr das Häkchen setzen, jQuery. Nee, ich muss nur unten so 10, ich glaube einen Zentimeter weiter unten sagen, das Template laden. Kann ich auch gleich kurz einmal zeigen, wo das dann genau ist. Nächste wichtige Thema, die Bilder. Hatten wir ja vorhin auch schon genannt. Responsive Images nutzen, ganz wichtig. Responsive Images richtig nutzen, noch wichtiger. Da ich jetzt nicht zum sechsten Mal was zu Responsive Images erzählen will, lasse ich das. Man sollte sich damit auseinandersetzen und auch wirklich immer gucken, dass Bilder in der Größe geladen werden, in der sie gerade benötigt werden. Zum Glück hat Contour das Feature, sodass man so einfach nutzen kann. Ich glaube, da gibt es auch schon zahlreiche Vorträge darüber, wie man die Responsive Images in Contour nutzen kann, was jetzt genau welche Einstellung zu bedeuten hat, wann ich das Picture-Element brauche und wann es wirklich überflüssig ist. Das heißt, wenn ich das Bild nur skalieren will und keinen Ausschnitt ändern will, dann brauche ich kein Picture-Element, dann reichen mir die Source-Set und die Source-Set-Attribute. Sodass man da wirklich gucken sollte, die Bilder dann auch so einzustellen. Natürlich ist das Arbeit. Das ist auch eine Arbeit, die irgendwann auf der Seite keinen Spaß mehr macht, vor allem wenn die Seite so viele verschiedene Seiten hat mit so vielen verschiedenen Bildgrößen. Aber wenn man es einmal vernünftig durchdefiniert hat, dann freut sich die Ladezeit, dann freut sich Google und dann freuen sich eigentlich alle. Ein anderes wichtiges Thema ist aber noch die Bildgröße, damit meine ich jetzt nicht die Abmessung, sondern die Dateigröße. Da ist es ja immer so, wenn man so das eben jetzt irgendwie in Photoshop gesagt hat, hier für Webspeichern und so weiter, die ganzen Tools haben trotzdem immer noch was zu meckern. Und es gibt auch immer noch Tools, die das Ganze besser können. Hatte ich beim letzten Mal ein Beispiel gezeigt auf, ich glaube, ImageOptim, ist halt eine Mac-Anwendung. Es gibt aber auch zahlreiche andere Tools, die ich gleich auch noch mal kurz hier zeige, mit denen man wirklich dafür sorgen kann, dass die Bilder verkleinert werden. Nachteil ist aber nur, ich muss sie vor dem Hochladen verkleinern. Wenn ich das jetzt dann da hochlade, in der verkleinerten Version, und Contour das Ganze noch mal durch den Wolf rechnet, weil Contour das Bild halt eben nach meinen Responsive Images Einstellungen dann in verschiedenen Größen noch haben muss. Da geht all das, was wir vorher gemacht haben, wieder flöten, beziehungsweise wird nicht mehr berücksichtigt. Also es ist so ein Punkt, den ich jetzt hier im nächsten, na, ist mal eine umfangreichere Folie, halt eben mal aufzeigen möchte, es gibt Services zur Bildoptimierung. Da gibt es Online-Dienste für. Ne, hier wie Kraken.io, TinyPNG, ImageOptim habe ich jetzt, ich habe nur drei rausgesucht, es gibt noch zahlreiche mehr, sind alle kostenpflichtig. Aber kann man aus meiner Sicht jedem Kunden mitverkaufen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir das Ding in Contour integrieren, sodass die Bilder da über deren Schnittstelle gepostet werden. Ist aber noch nicht fertig. Aber eine von Christian. Die geht über TinyPNG, ne? Ja. Genau. Geht auch unser PFD. Okay, also von Christian Bakowski gibt es eine Erweiterung, die über TinyPNG die Bilder verkleinert. Man kann das Ganze aber theoretisch auch über eine PHP-Bibliothek machen. Es gibt eine PHP-Bibliothek, die ich auch schon getestet habe, die relativ gut funktioniert. Die im Hintergrund die Bilder, wenn sie bearbeitet werden sollen, halt eben über hier unten eins der beiden Tools jagt. Wirklich über die Kommandozeile. Also nicht über irgendeine API, das Bild hinschickt, wartet, bis eine Antwort kommt, sondern das Ganze auf Kommandozeile ausführt. Finde ich eigentlich noch viel cooler als das obere. Ja, und wir arbeiten daran, dass wir halt so ein eine Auswahl machen, dass ich sagen kann, was ich nutzen möchte. Weil, wenn ich die Command-Line-Tools nicht habe,
dann bringt es mir nichts. Dann nehme ich lieber irgendeine der APIs und zahle dafür 5 Euro im Monat. Was man auch noch machen kann, ist, es gibt das sogenannte Google Page Speed Modul. Google Page Speed Modul. Das gibt es für Apache und für Nginx. Ein Modul, das ich selber noch nicht genutzt habe. Ich weiß aber, dass Leo es oft von Tau.org nutzt. Das halt die ganzen Optimierungen, die Google braucht, on the fly irgendwie im Hintergrund mitmacht. Zeige ich gleich kurz, wie es genau aussieht. Vorher will ich mir einmal noch mal kurz den Page-Load angucken, damit wir jetzt so langsam den Bogen zu Above the Fold kriegen. Wenn man sich mal anguckt, wie so ein Seitenaufruf überhaupt aussieht, das heißt, Sie haben HTML, dann wird das ganze CSS geladen, das JavaScript geladen, alles das blockiert. Ist jetzt so die Kurzzusammenfassung, wo wir halt sagen, okay, das CSS, gucken wir uns gleich nochmal an, wie wir das mit Above the Fold vernünftig hinbekommen, weil wir brauchen ja auch CSS. Und wir können das CSS auch nicht ausschließlich asynchron laden, zumindest nicht das, was oben ist, weil dann sieht die Seite die ersten 3 Sekunden bescheuert aus. Für JavaScript wissen wir, wie wir das wegkriegen, dass es nicht blockiert. Das kommt einfach nach unten und da wird asynchron nach Möglichkeit eingebunden. Aber wenn wir jetzt das Thema Above Default haben im Zusammenhang mit der CSS-Bereitstellung, dann wird es ein bisschen komplexer. Weiß jeder von euch, was Above Default bedeutet? Weiß es einer nicht? Da hinten sind so 1-2 Meldungen. Wir stellen uns jetzt vor, das ist das komplette Browserfenster, was wir hier sehen. Die Seite ist aber länger. Die ist irgendwie noch 1000 Pixel weiter, ne? Und so weiter. Alles, was hier im sichtbaren Bereich ist, ist above the fold, weil hier ist der Fold. Und unser Ziel ist es ja, dass das, was hier angezeigt wird, beim ersten Laden, möglichst schnell da ist. Und dafür muss man halt verschiedene Optimierungen schaffen oder Sachen weglassen, die erst später kommen, damit das da oben wirklich bevorzugt wird. Bei CSS gibt es ja die Möglichkeit, halt eben herzugehen und zu sagen, ist auch die Empfehlung, die Google auch gibt und viele andere, das CSS für Above the Fold. Oder man könnte auch sagen, das kritische CSS, das wird inline geladen. Und nicht als externe JavaScript. Klingt erstmal relativ simpel, ja, wir haben ein CSS, das wird inline geladen. Wir haben CSS, das wird ganz normal per CSS geladen. Die Frage ist halt nur, wie erkennen wir das CSS, das inline geladen werden muss? Genau dafür gibt es entweder viel Handarbeit und Nachdenken. So, okay, was habe ich alles? Was muss ich jetzt da oben berücksichtigen? Ich habe den Wrapper, ich habe den Rahmen, ich habe mein Grid. Da oben wird ein Grid benutzt. Ja, muss ich das ganze Grid nutzen oder reichen mir nur 3 Klassen vom Grid und so weiter und so fort. Ich habe das mal versucht, das alles so im Kopf irgendwie durchzumatchen. Das hat irgendwie nicht hingehauen. Deswegen, seitdem wir Gulp nutzen, sind wir da echt glücklicher. Es gibt nämlich ein Gulp-Modul von Eddie Osmani, das das CSS aufteilt beim Kompilieren. Also man kann dann auch dann schön das kompilieren, hat dann am Ende das CSS und kann dann sagen, so und jetzt bitte das Kritische. Der geht dann das CSS durch, man gibt ein paar Einstellungen ein und sagt, okay, mein Fold ist bei 67 oder bei 1024, ich kann das Ganze auch Backpoint-abhängig machen und dann generiert er mir das auch Backpoint-abhängig. Ich bekomme am Ende 2 CSS-Dateien. Die eine kann ich inline laden und die andere lade ich ganz normal. Funktioniert meistens relativ gut, teilweise funktioniert es auch nicht, weil dafür ist CSS einfach zu komplex. Ich kann damit so viele Sachen machen, das automatisiert erkennen ist schwierig, aber bisher haben wir mit dem Tool schon relativ gute Erfahrungen gemacht, das einfach mitlaufen lassen. Und wenn man sowieso Gulp nutzt, dann sollte einem das auch keine Probleme bereiten, das einzubinden. Ansonsten solltet ihr, wenn ihr Gulp noch nicht nutzt, euch nachher nochmal den Vortrag vom Jan auf Video angucken. Gibt es zur CSS-Einbindung? Ja. Was da vor the Fold ist, das kann ich nicht vorher sagen. Das hängt ja immer beim Seitenaufruf vom Gerät des jeweiligen Nutzers ab. Ja, und hier war die Anmerkung, ich weiß ja nicht, was above the fold von dem jeweiligen User ist. Stimme ich dir voll zu? Weiß ich nicht, ich treffe einfach Annahmen. Die kann ich, wenn ich ein Analyse-Tool habe, nach 3 Monaten korrigieren, die Annahmen. Wenn ich dann sehe, okay, die kommen doch alle mit den Riesendisplays hier, dann muss ich das größer machen. Oder nee, warte, ich habe jetzt hier 80% Mobile und dann mache ich es kleiner. Aber erstmal empfiehlt auch das Tool, komm, hier, das sind so die Standardangaben, geh mal mit denen da dran, damit fährst du schon einen guten Weg. Gibt es noch weitere Rückfragen zum Bereich CSS?
Ansonsten, weil... Inline heißt oben im Header, Style, offen, CSS rein, Style zu. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, aber es gibt auch ein Online-Tool, wo man seine Seite eintragen kann und er die dann analysiert und dann auch so einen Part an Critical CSS rausgibt, den man dann wiederum kopieren kann und umplatzen kann, wer jetzt kein Gulp benutzt oder sonstige Geschichten. Ja. Ich war jetzt noch der Hinweis, ich weiß nicht, ob es hinten auch verstanden wurde. Es gibt auch Online-Tools vielleicht auch sogar, die das Ganze für bestehende Webseiten halt eben auch lösen können für einen. Ja, es könnte ja gut sein, dass das auf dem gleichen Algorithmus im Hintergrund basiert. Was ich vor 2 Jahren auch noch gezeigt habe, war, wie ich mit dem Critical CSS umgehen kann, wenn ich es schon geladen habe. Da hat sich nichts verändert, deswegen könnt ihr da die Folien hernehmen. Da war einfach der Weg, ich habe das kritische CSS, das ich lade. Ich lade es aber anschließend noch einmal asynchron als externe Datei, sodass es auch im Cache ist. Dann setze ich mir einen Cookie oder was auch immer und wenn ich eine Session habe, nutze ich die. Und wenn das Ding schon im Cache ist, dann lade ich es ganz normal als externe JavaScript-Datei drin, weil das Ding ist ja schon im Cache und wird dann auch nicht mehr geladen. Das wird jetzt aber hier den Rahmen gesprengt, weil wir brauchen noch JavaScript. Wir hatten ja gerade schon eben kurz, JavaScript sollte an Footer, in den Footer. Ich sage immer nach Möglichkeit asynchron. Natürlich kann ich nicht alle JavaScripts asynchron laden, weil ich dann irgendwie doch die JavaScript-Datei habe und dann muss sie sich ja selbst aufrufen und so weiter, damit dann mein JavaScript gestartet wird. Funktioniert nicht immer. Aus meiner Sicht reicht es da einfach zu gucken, das JavaScript so wenig wie möglich auch nur nutzen auf der Seite. Was muss ich irgendwas laden, was ich nicht nutze oder wovon ich nur einen ganz kleinen Teil brauche. Oder halt eben zu gucken, okay, ich meine, es gibt ja immer auch die Stimmen, die sagen, ja, jQuery, das braucht doch alles gar keiner, es gibt doch viel kleinere Frameworks. Allerdings muss ich da auch immer sagen, okay, aber wenn ich das jQuery übers CDN lade, dann ist die Chance, dass das im Cache ist, schon ziemlich groß. Bevor ich dann das kleine JavaScript lade, das dann eventuell auch nicht so gut getestet ist, weil das ist ja auch ein Vorteil von den großen Frameworks, die sind gut getestet und die funktionieren auch gut. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch hergehen und sagen, okay, komm, ich spare mir diese JavaScript-Frameworks und schreibe alles in Vanilla-CSS, weil das ist sowieso viel cooler. Da zum JavaScript ist noch der Punkt Drittanbieter-Skripte. Wie oft haben wir das, dass wir eine Webseite haben und dann kommt der Kunde, ich hätte gerne noch hier noch dieses Tag da drin, das ist irgend so ein Tracking-Tool, dann möchte ich noch dieses Tracking-Tool drin haben und dann noch dieses. Ganz oft sind auch Tracking-Tools dabei, die sich aus meiner Sicht irgendwie selbst multiplizieren und das Ganze exponentiell, sodass dann das Tracking-Tool wieder ein Tracking-Tool nachlädt, dadurch wird wieder ein Tracking-Tool nachgeladen, dadurch wieder eins. Ist, finde ich, immer nicht so schön, aber es wollen die Kunden nun mal so. Da muss man nun wirklich aufpassen, dass die JavaScripte alle sauber sind. Weil ich meine, im JavaScript ist es so, wenn irgendwo ein Fehler ist, dann hört das JavaScript komplett auf. Also meine Empfehlung ist da einfach immer, okay, komm, wir müssen das Ganze prüfen vorher. Dann können wir es auch nutzen. Aber jetzt haben wir noch eine Viertelstunde ungefähr. Noch zum Thema Performance-Budget. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann genannt in irgendeiner Präsentation. Finde ich ein super cooles Feature oder einfach eine super coole Idee zu sagen, okay, wir betrachten die Performance wie ein Budget. Das heißt, wir erstellen uns ein Budget, das meinetwegen sagt, okay, die Page-Size soll unter 800 Kilobyte sein und der Page-Load unter einer Sekunde. Das ist unser Budget. Ist nichts anderes, als wie unsere Kunden sagen, hier, Webseite neu machen, hier ist das Budget. Was macht ihr, wenn ihr feststellt, dass das Budget für den Kunden nicht reicht? Es gibt Kunden, da kann ich nachverhandeln. Könnte man hier auch so machen, wenn man feststellt, okay, das Budget reicht nicht, wir verhandeln mal intern nach. Empfehle ich aber nicht, sondern man kann gucken, was kann ich weglassen, um das Budget zu erreichen. Das heißt, wenn hier der Kunde, also das Budget, vereinbaren wir mit dem Kunden vorher und stimmen das mit dem ab, erklären ihm das alles und so weiter und wenn der dann auf die Idee kommt, jetzt möchte ich noch diesen Slider und noch diese Fancy Box und noch dieses Teil und das und das und das und irgendwann ist das nicht mehr gültig, dann sagen wir, ja, das Budget ist erschöpft, das Performance-Budget, überleg dir was. Sollen wir das erhöhen mit allen Konsequenzen oder können wir auf was verzichten? Also es hilft, da gibt es auch Berechnungstools im Netz, die einem wirklich helfen, wo man dann sagen kann, ja, das ist mein Budget, ich habe jetzt 20 Kilobyte HTML, dann habe ich noch 200 Kilobyte CSS, bleibt noch so viel Platz für JavaScript. Ach, die Bilder brauchen wir auch noch.
Jetzt stehen hier ja so Zahlen. Die Frage ist ja auch immer, wie kann ich denn diese Zahlen überhaupt messen? Wie komme ich da an die Ergebnisse? Wie kann ich festhalten, dass mein Budget erfüllt ist? Oder wie kann ich auch die Knackpunkte feststellen, die es gibt? Der erste Ansatz ist immer die Developer-Toolbar. Da sehe ich vieles, da sehe ich die verschiedensten Events, ich kann das Ganze triggern. Das heißt, da sieht man eigentlich fast alles, was man braucht, aber auch nicht wirklich alles, weil es gibt auch noch andere Tools, die viel schöner visualisieren können. Natürlich gibt es noch hier den Google Page Speed Insight, kennt wahrscheinlich jeder von uns, wo einmal die URL reingetippelt wird und dann kriegt die Contao-Webseite einen Score von 78. Viel interessanter als Page Speed Insight finde ich aber die Seite Webpage Test. Wer kennt die von euch? Wenige. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ich mache erstmal nochmal hier die nächste Folie. Die können wir nämlich noch dazwischen ziehen, weil wenn wir Gulp nutzen, gibt es auch Gulp-Module, die mir während der Kompilierung sagen, ist dein Budget erschöpft oder ist noch was offen. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Kann man wahrscheinlich nicht lesen, weil es zu hell ist. Ne? Aber die Folien kommen ja nachher noch mit dem bisschen mehr, was ich erzählt habe, nochmal rum, sodass hier zwei Module sind, die wir halt auch teilweise nutzen, mal das, mal auch beide. Dieser hier geht halt über den Webpage-Testdienst, ist da ein bisschen langsamer. Der geht nur auf die Dateigröße und checkt mir die Dateigröße. So, ich hoffe, man kann das Ganze sehen. Ich habe vorhin nämlich auch mal die Contao.org-Seite in den Webpage-Test reingejagt, wo man halt hier vorne dann erstmal so eine Übersicht kriegt. Ne, man sieht halt die Load-Time, man sieht die First-Byte-Time, die bei 0,96 Sekunden liegt. Man sieht an, wann das Ganze angefangen hat, die Seite zu rendern, was für ein Speed-Index das ist und so weiter und so fort. Man kann einstellen, wie oft man das Ganze durchläuft, den ganzen Test. Hier hatte ich jetzt auf 3 eingestellt, einfach um zu sehen, weil beim zweiten Run sind die Ressourcen schon im Cache und da sollte einiges schneller sein. Was ich aber auch, gucken, ob das, genau, ne, was man auch mitbekommt bei Webpage-Test, ist halt so eine visuelle Übersicht, was genau passiert hat. Das heißt, nach 2 Sekunden sah die Seite so aus, nach 2,5 Sekunden sah sie so aus, nach 3 Sekunden sah sie so aus und nach 3,5 Sekunden war sie komplett da. Man kann das auch noch runterstellen. Ich hatte jetzt hier, hat er jetzt im 0,5 Sekunden Takt halt eben Screenshots gemacht. Man kann auf 0,1 Sekunden runtergehen und dann wirklich sehen, was passiert da genau hintereinander weg. Wie sieht die Seite kurz aus? Ist sie kurz erschossen oder baut sie das Ganze vernünftig auf? Hier unten sieht man dann halt eben das, was man auch standard in den Developer-Tools sieht. Genau, also es ist wirklich ein Tool, das kann ich nur jedem empfehlen, ist kostenlos. Man muss nur die Webseite URL da eintippen und dann auf irgendwo Start Test und dann kommt man in eine Warteschlange. Heute Nachmittag, als ich die Screenshots gemacht habe, waren da wenig drin, deswegen ging es schnell. Man kann hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Man kann halt eben sagen, von welchem Land will ich testen und mit welchem Browser. Natürlich habe ich nicht so viele verschiedene Browser, wie wir sonst testen, aber man kann auch mal gucken, wie das Ganze aus Afrika ankommt, weil da natürlich die Latenz halt am Anfang noch höher ist. Hier unten kann ich halt auch noch sagen, ja, wie viel Tests soll er machen, soll er First View Only und soll er noch ein Video aufnehmen. Dann kann man sich das Ganze auch noch mal als Video angucken und in Slow Motion. Also es ist echt ein cooles Tool, finde ich. Na, und jetzt zeige ich hier nochmal kurz das Beispiel, was wir gerade hatten, wo ich halt sagte, ne, Contao.org nutzt dieses Page Speed Modul von Google. Sieht man halt hier unten an dem Pfeil. Ja, ich öffne den mal eben rüber. Erkennt man halt hier oben dran. Der jagt das Bild on the fly einmal durch sein Optimierungsmodul, sodass Google da eigentlich nicht sagen sollte. Ich habe jetzt noch nicht analysiert, warum Google da nur so wenig Punkte gegeben hat, aber wahrscheinlich, also das JavaScript war auf jeden Fall dabei und irgendwelche Bilder hat er auch noch angemeckert. Genau, jetzt waren wir da stehen geblieben. Wer sich näher für das ganze Thema interessieren möchte, das ist ein relativ neues Buch, Web Performance in Action, in dem viel dazu drinsteht. Jetzt nicht auf Contao bezogen, aber einfach generell. Ich meine, Performance ist ein Thema, das ist erstmal unabhängig vom CMS, wenn das CMS keine schwerwiegenden Fehler macht, was bei Contao ja nicht der Fall ist. Ansonsten haben wir jetzt noch, glaube ich, 10 Minuten für Fragen. Für wen machst du das auf die CSS, also die nicht-critical, auch asynchron-Daten oder halt so?
Nee, das nicht kritische CSS laden wir asynchron mit dem Fallback auf synchron, wenn NoScript ist. Okay, kannst du zeigen, die oder? Ja, da muss ich gleich mal gucken, ob ich die Folien vom letzten Jahr habe. Wo machst du das? Im Head? Im Template? Oder die? Jetzt kommt auch bekannt vor, aber ich habe es nicht gesehen. Wo kriegt man denn die Folien vom letzten Jahr? Die müssten noch auf der Contao.org-Seite stehen unter Veranstaltung, vergangene Veranstaltung oder Konferenzen. Ich weiß nicht, also irgendwo da sind alle vergangenen Veranstaltungen inklusive Folien. Das war hier das Beispiel, was wir hatten, wo wir halt eben das Ganze per JavaScript machen und das Ganze noch über einen Cookie abspeichern, ob es schon geladen ist, weil dann müssen wir es beim nächsten Mal nicht machen. Ja, also das ist einfach eine Template-Datei. Ich glaube, in dem Fall haben wir auch die JS noch genutzt, weil es noch keine andere Möglichkeit gab, Template-Dateien unten im Footer einzubinden. Die ist einfach über Seitenlayout eingebunden, ist eine Template-Datei über Seitenlayout. Und hier schreibe ich halt eben in TLCSS und TLHead rein, sodass es wieder nach oben rutscht. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, ja, da hinten noch eine. Denkst du, dass Highspeed ein hoher Gewichtsfaktor bei Google-Ranking ist? Die Frage, ich wiederhole sie nochmal fürs Mikro, war, ob ich denke, dass der Page-Speed bei Google ein wichtiger Index ist für die, ne, für die Reihenfolge. Ja, denke ich. Ja. Nee, es gibt keine offiziellen Aussagen und so weiter, aber ich vermute auch, ich meine, Google hat schon offiziell darüber berichtet. Wenn es jetzt noch nicht ist, dann wird das aber irgendwann.